Wenn man heute auf die Märkte blickt, dann hat man das Gefühl, das wird der größte Deal aller Zeiten im Handelskrieg zwischen den USA und China. Und damit herzlich willkommen zum Markeflüster. Dabei ist nicht mal klar, ob es überhaupt ein Dealchen wird. Wir haben bisher nur die optimistischen Aussagen von Donald Trump und wir haben einen Hinweis darauf, was China eigentlich Trump anbieten will. Das ist eine interessante Idee, die man hier hat, um Trump zu besänftigen. Aber schauen wir uns mal eben dieses Angebot an, was da kommen wird wohl, was da zu erwarten ist. Edward Lawrence, der für Fox unterwegs ist, diesem Sender, der Trump ja durchaus nicht abgeneigt ist, auch wenn jetzt in einer neuen Umfrage bei Fox 51% der Befragten, also der Fox-Zuseher, gesagt haben, ja, ein Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sei gerechtfertigt. Das wird dem Donald nicht schmecken. Jedenfalls China, sagt Edward Lawrence, der wie gesagt ganz nah dran ist, will offenkundig diese sogenannten Forced Joint Ventures, also diese erzwungenen Joint Ventures, abschaffen ab 1. Januar 2020. Diese Joint Ventures sind erforderlich für ausländische Unternehmen, wenn sie denn in China ansässig werden wollen, dann müssen sie mit einem chinesischen Unternehmen paktieren und da passiert natürlich viel von diesem Know-how-Transfer, den der Westen natürlich auch zu Recht beklagt. Nun muss man wissen, dass seit Sommer diesen Jahres diese Forced Joint Ventures, diese erzwungenen Joint Ventures gar nicht mehr der Fall sind. Es würde dann also vorwiegend um Finanzinstitutionen gehen. Das ist jetzt ein Angebot, das nicht so schlecht ist, aber eben auch nicht der ganz große Wurf ist. Und die Frage ist, wird das reichen? Wird es reichen, damit Trump wirklich sagt, okay, wir verschieben jetzt die Zölle, die ja auf 30% von 25% steigen sollen, ab 15. Oktober und dann Mitte Dezember nochmal eine saftige Zollanhebung? Das wird die große Frage sein. Hier sehen wir, wie die beiden oder wie die Verhandlungsführer Liu He, wie er Robert Lighthizer gratuliert, der heute Geburtstag hat. Mal sehen, ob es ein schöner, ein toller Geburtstag wird. Ja, um 20.45 Uhr ist Liu He ja ins Oval Office eingeladen bei Donald Trump. Das erste Mal seit Mai. Danach kippten ja die Gespräche. Mal sehen, was dabei rumkommt. Das ist natürlich alles noch völlig unklar. Aber wir haben Tweets von Donald Trump. Good things are happening at China trade deal. Warmer feelings than in recent past, also wärmere Gefühle habe man, wie in den alten Tagen. Ich werde mich mit Liu He treffen und all would like to see something significant happen, dass also etwas Besonderes passiert. Und hier sagt er, einer der größten Dinge in Sachen China-Deal ist ja, dass er das selber unterzeichnen kann, nicht den Kongress fragen muss. Und Hipster, ein sehr interessanter Tweet-Account, sagt, die Ironie dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Gespräche ja eigentlich den kleinen Leuten, vor allem in den USA, helfen soll, aber mit dieser Aktienhosse, die wir jetzt im Vorfeld in vorauseilendem Gehorsam gesehen haben, gewissermaßen, ist vor allem eben diesen wenigen Vermögenden in den USA besonders gedient. Das nur nebenbei. Was haben wir noch? In Sachen Trump haben wir noch etwas Unangenehmes für ihn, denn die Accounting-Firma Musa, also die Bilanzfirma, die zuständig ist für vieles, was mit Trump Finanzen zu tun hat, die muss jetzt ihre Unterlagen doch rausgeben. Das hat ein Gericht entschieden, muss an den Kongress diese Unterlagen rausgeben. Das könnte für Trump nochmal unangenehm werden, der sich ohnehin ja ziemlich viel Gegenwind in der Republikanischen Partei gegenüber sieht, wegen dem Verrat an den Kurden, so wie es selbst in den USA von den Republikanern gesagt wird. Dazu diese ganze Impeachment-Story. Gestern die Verhaftung von zwei Giuliani-Vertrauten. Giuliani ja der persönliche Anwalt von Trump. Die beiden kennen sich aus New York. Trump hat damals Giuliani maßgeblich geholfen bei der Wiederwahl, für Wahlkampfveranstaltungen gesorgt von Giuliani, nachdem dieser eine Anti-Mafia-Ermittlung gegen Trump abgeschmettert hat als Staatsanwalt von New York. Also man kennt sich, man ist da durchaus schon durch manche Dinge zusammen durchgegangen. Wir haben ansonsten eben neben dieser Hoffnung auf den Handelsdeal den größten Anstieg des britischen Pfund seit Jahren, über 2,2% geht es da nach oben, eben in der Hoffnung, dass da doch noch Bewegung reinkommt. Nach Gesprächen zwischen dem irischen Ministerpräsidenten und UKs Johnson ist auch hier die Hoffnung sehr, sehr groß. Und auch hier muss sich zeigen, ob diese ganze Hoffnung auch wirklich gerechtfertigt ist. Schauen wir uns die Charts an. Die sind ja, wie Sie vielleicht wissen, von Capital.com. Und wir sehen den Dow Jones an der Marke von 26.900 Punkten. Der S&P 500 bei 2.983. Schauen wir uns den DAX an. Der hantiert bei 12.456
scheint da erstmal so ein bisschen fertig zu haben. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1032, Gold unter Druck 1476, Risikoassets werden verkauft, wie der Schweizer Franken, wie Gold. Also Risikoassets, die sozusagen sichere Häfen bieten, nicht Risikoassets, die werden ja heute gekauft. Mal sehen, ob all das gerechtfertigt ist, das wird sich wirklich zeigen müssen. Wir haben hier Crude Oil 54,40 $. Man erinnert sich ja in Sachen Trump, in Sachen US-Regierung kürzlich an die Gespräche mit Nordkorea, als es hieß, ja, die Gespräche sind toll gelaufen mit den Nordkoreanern. Einen Tag später hat Nordkorea gesagt, die Gespräche waren furchtbar. Wir brechen den Kontakt wieder ab. Mal sehen, was jetzt dabei rumkommt. Trump muss irgendetwas liefern, sonst werden wir möglicherweise ein böses Erwachen an den Märkten sehen. Wir werden sehen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss zu St. Pauli gegen Werder Bremen mir dieses Freundschaftsspiel anschauen. Ich wünsche das Allerbeste. Aber ein Kollege bei finanzmarktwelt.de wird Sie auf dem Laufenden halten, was da passiert in Sachen Handelskrieg. Jetzt sage ich Servus und ciao.